Hallo und herzlich willkommen bei Space Haven Alpha 17, der 58. Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und das letzte Mal sind wir sind immer noch im Alien-Sektor und dieses Schiff hier hat keine Aliens, sondern Feindbots. Ja Mensch, und es kommt A Cult from New Haven vorbeigesprungen. Und da hier Feindbots drin sind, würde ich jetzt einfach mal spontan sagen, wir machen uns bereit zum Sprung. Ach scheiße, wir brauchen noch Antriebe. Ja, ist mir egal. Wir machen uns trotzdem bereit zum Sprung. Dann wird das halt ein Sprung, bei dem wir unter Umständen beschädigt werden, weil wir ein bisschen zu schwer sind für unsere Antriebe. Weil, das muss ich kurz erklären. Wir haben hier wieder ein Schiff von Cult from New Haven. Ich glaube, das ist dasselbe. Ja, genau, das, was wir hier unten getroffen haben. Das Problem ist, es ist immer noch ein Bug. Oh, abgeworbener Gefangener Jerry. Jawohl, super. Jerry ist jetzt Teil der Crew. Wie großartig. Jerry, was bist du denn? Du bist Schweißer und tüchtig. Waffen 2 mit Potenzial nach oben. Medizin, Botanik, Fertigung. Ja, das ist ja mega gut. Schutz, gepanzerte Weste, primär eine MP. Haben wir beides noch. Super. Jawohl, wir haben den Gefangenen abgeworben. Das ist ganz hervorragend. Und ja, genau, wo war ich? Genau, wir machen uns bereit zum Sprung, weil das Cult from New Haven schuldigt einen dann immer an. Die hatten nur 3 Plätze. Und wir haben ja super viele Gefangene, die von from New Haven sind. Aber die haben nur auf ihrem Schiff noch 3 Plätze gehabt und die können nicht mehr aufnehmen. Sie beschuldigen uns dann trotzdem, dass wir Leute von ihrer Fraktion zurückhalten, obwohl sie nicht mehr aufnehmen können. Und dann gibt's Ärger jedes Mal. Das ist halt noch ein bekannter Fehler. Und ich glaube, aus der Community haben das auch Leute bereits gemeldet. Dementsprechend springe ich jetzt hier weg, auch wenn der Sprung riskant ist. Machen wir uns auf in das nächste System. Und das nächste System, die hier haben wir schon abgegrast, ist hier die Super Maul Wrath. Und Super Maul Wrath kommen wir hin, indem wir hier hinspringen und dann wechseln. Ich habe zwischendrin auch genug Kryostase-Kammern gebaut. Oh, aber nicht genug Kryostase-Kammern für so viele Flüchtlinge. 4 Flüchtlinge haben keine. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Aber es ist jetzt so. So. Und da sind wir wieder raus. Und dann hier unten. Ach scheiße, hier ist auch noch der Recycler, der im Weg steht. Den Recycler müsste ich eigentlich... Okay, das machen wir mal. Wir bewegen mal das hier. Bewegen nach da. Jawohl, bitte. Beweg das mal. Und dann bewegen wir den Recycler einen nach vorne. Und dann können wir hier eine Mauer hinbauen. Dann können wir hier einen Antrieb... Oder ich setze den Antrieb dahin. Ich glaube, ich setze den Antrieb dahin, aber hier baue ich das trotzdem so, dass hier noch ein Antrieb hin kann. Ich habe das ein bisschen eng gebaut. Ihr werdet das gleich sehen. Da oben. Hallo? Sauerstoff? Oh, Sauerstoff da oben ist knapp. Hier unten habe ich schon ein Sauerstoffgerät gebaut, aber ich habe mir langs das hier. Hier oben ist auch super wenig Sauerstoff. Obwohl wir hier ein Gerät haben. Ich glaube, wir müssen hier oben noch was hinbauen. Ja, das machen wir mal. Lebenserhaltung. Hier oben. Einmal da noch ein Sauerstoffgerät und hier ein Gaswäscher. Ja, ist halt nicht super, aber dann haben wir hier direkt neben den Augmentationsgeräten sowas stehen. Hier könnten noch ein paar Kryostase-Kammern hin. Dafür hätten wir sogar auch noch die Blöcke. Machen wir es direkt mit. Machen wir direkt mit. Dann ist da oben quasi auch voll. So, so, so. Und ja, da oben ist dann alles etwas eng und so, aber ist halt so. Dann haben wir genug und dann können wir irgendwo hier hinten oder so auch nochmal Kryostase-Tanks hinsetzen. Die nehmen ja jetzt wirklich nicht mehr viel Platz weg und dann haben wir hier oben auch nochmal Sauerstofferzeugung. Sehr gut. Oh, und ich muss, das ist mir auch noch eingefallen, ich muss von meinen, ich habe in der letzten Folge Küchen gebaut. Hier haben wir unsere ursprüngliche Küche. Davon einmal die Einstellungen kopieren und dann kann ich hier in die neuen Küchen die Einstellungen reinpasten. Und wir haben auch eine Küche im Flüchtlingsbereich und da habe ich jetzt die Einstellungen reingepastet. Und jetzt produzieren die alle die hochqualitative Nahrung. Und ja,
einigen von den Flüchtlingen ist etwas schlecht, weil sie sind ohne Kryostase-Tank gesprungen. Das tut mir total leid, aber ihr kommt schon irgendwie damit klar. Ja, wir haben jetzt super viele Leute. Super viele Leute sind Teil unserer Crew und wir haben einen Überläufer. Das finde ich ganz großartig. Jerry. Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich will hier unten erst, die Ecke ist fertig gebaut, jetzt können wir den hier bewegen. Einen nach vorne, jawohl. Und dann können wir da die Wand zumachen. Bis dahin. Oh, nee, können wir nicht. Dieses Ding hier müssen wir dann einmal gerade nach da bewegen. Jawohl, und dann können wir einen neuen da hinten hin machen. Und dann ziehen wir da die Wand hin und da hinten wird jetzt aufgebaut und da kommt dann auch mein neuer Antrieb hin. Und da kann ich schon mal, oh, da sehe ich gerade, da ist auch noch, da fehlt auch noch ein Bodenlicht. Ich mag es gerne vor jedem Antrieb ein Bodenlicht zu haben. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag's. Oh, und ich muss dem hier dann sein Rezept geben. Okay, der wird umgezogen. Ja, Leute sind geschäftigt und beschäftigt und produzieren in Industriezeug und unser Strom fällt nicht wieder aus, weil wir zwei von den X-Generatoren haben. Das ist super. Systeme, einmal hier so ein Antrieb dahin. Jawohl, Einrichtung Bodenlicht. Und der müsste, ja, der ist auch in dem Strombereich, kann von dem Stromknoten betrieben werden. Da haben wir den Recycler fertig gebaut. Da kommt noch eine Wand hin. So. Und der Recycler braucht noch seine Rezepte, nämlich Höhlenschrott fortgesetzt und Infraschrott fortgesetzt. Mehr macht er hier nicht. So, dann kann man da lang gehen. Dann wäre hier auch noch Platz für einen Antrieb. Aber da oben bauen wir jetzt erstmal einen Antrieb. Achso, da fehlen noch Tech-Blöcke. Die müssen erstmal hergestellt werden, weil wir die alle verballert haben oben bei den Kryostase-Tanks. Okay, jetzt sind wir aber langsam wieder eingestellt, so dass es losgehen kann. Wie sieht es mit Nahrung aus? 85. Oh, wir haben wenig Früchte. Aber nur Früchte sind niedrig. Ich könnte anfangen, hier vorne mal... Hier vorne so etwas wie und wir sind langsam auch so viele Leute, wir könnten noch eine Kabine gebrauchen. Ach, Kabinen habe ich hier hinten gebaut in der letzten Folge, fällt mir wieder ein. Aber ich könnte hier trotzdem Garten hinbauen. Hier. Wenn wir hier eine Wand hinziehen, brauchen wir ein bisschen Platz, aber ja, das kriegen wir hin. Wir gucken mal gerade, also erstmal, bevor wir hier irgendwas bauen, machen wir uns bereit zum Springen, weil jetzt müsste alles fertig sein. Ja. Da sind wir doch nochmal am Reservestrom. Und wir springen und erkunden dieses wundervolle System. Hier hätten wir direkt Energium, aber Energium sind wir gar nicht so niedrig mit. Wir haben auch noch genug Chemierohstoffe. Würde ich mal sagen, wir erkunden erstmal diesen Arm da nach rechts oben. Oh, da ist ein Schiff vom New Haven. Die nehmen uns doch, da ist jemand von New Haven, die nehmen uns doch garantiert ihre Leute ab. Auf jeden Fall. Also dann werden wir direkt erstmal ein paar wieder los. Ich will nicht so viele Leute von New Haven hier rumspringen haben. Jetzt einmal ans Telefon gehen, damit wir... Jawohl. Seid gegrüßt, Weltraumreise. Wir suchen da Mitglieder unserer Gruppierung, die einen Notruf abgesetzt haben. Weißt du, was mit ihnen geschehen ist? Ja, es befinden sich Flüchtlinge bei uns an Bord. Und seht ihr hier, Flüchtlinge freilassen ist so doof, aber die können 4 aufnehmen. So, und denen geben wir jetzt 4. Wunderbare Neuigkeiten. Es gibt eine Belohnung und zwar 3 Superblöcke, 3 Laserpistolen, 2 Hyperium, eine Stahlplatte und 1403 Credits für 4 Leute. Ja, okay. Wir wissen diese freundliche Geste zu schätzen. Verabschieden. So, und dann gehen wir mal direkt hier rein und gucken mal, was wir handeln können mit denen. Die zahlen guten Preis für Biomasse. Das heißt, wir verticken denen mal direkt auch nochmal Biomasse. Und haben die was ich ihnen abkaufen will? Nö.
Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gesehen. Will ich Metall haben? Vielleicht. Ich kaufe mal das Metall von ihnen. Und mehr bräune ich. Dankeschön. Gruppierung ist misstrauisch, dass du Dinge tust, auf die sie negativ reagieren. Sie inspizieren. Warte mal. Sie inspizieren. Beherbergung von Gruppenmitgliedern als Flüchtlinge nicht entdeckt. Ja, sie wollen mich jetzt inspizieren. Dann würde ich doch mal sagen, dieser Handel hier. Leute. Flupp. Abbrechen. 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 Ihr könnt mich sowas von mal inspizieren. Das ist nämlich der Punkt, wo sie dann meckern. Wir haben ja noch Flüchtlinge und die hätten wir jetzt gerne wieder. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wenn die mich jetzt scannen, nö. Wir docken alles an und springen. Tschüss. Vielleicht treffen wir noch mehr Cult from New Haven. Hier haben wir wieder Androiden-Kollektiv. So, wir gucken uns hier mal um. Hier ist anscheinend, da oben sind ein paar Wracks. Hier ist Wrack und Wasser. Hier ist Energium, Hyperium. Okay, gehen wir mal hier rein, wo wir ein kleines Wrack haben und ein paar Ressourcen. Sehr schön. Und hier sehe ich, weiß ich noch nicht, was das ist. Vielleicht entdecken wir Feindbots, vielleicht auch nicht. Mein erstes Away-Team ist fertig. Das zweite ist sehr unausgeschlafen, fürchte ich. Bei dem mache ich dann mal bitte einmal hinlegen. Erholt euch mal. Wir müssten jetzt mittlerweile genug Kabinen für alle haben, dass sich auch jeder tatsächlich irgendwann mal hinlegen kann. Mein erstes Away-Team ist noch ganz okay. Okay, Feindbots entdeckt und das ist ein Roboterschiff. Na super. Okay. Hallo, warum ist... Oh, damn, Dan ist an einer... komm mal zurück, bitte. Und mein zweites Away-Team kann jetzt mal direkt aufgeweckt werden. Und ich hoffe, ihr hört das nicht zu sehr, dass im Hintergrund hier regnet und Gewitter ist. Aber wahrscheinlich hört man es übers Mikro, ne? Nun gut. Wir machen mal weiter. So, Damn Dan kommt zurück. Beziehungsweise, Damn Dan muss nicht zurückkommen. Wir könnten auch einfach... Hat Jerry schon eine Waffe? Jerry hat schon eine Waffe. Dann machen wir einfach mal ein spontanes zweites Away-Team. Und Damn Dan kann eigentlich wieder direkt losziehen. Und ich muss auch mal gucken, dass ich diese Leute... wir haben ja schon gesehen, dass ich die nicht einfach so upgraden kann, leider. Mit den Argumentationen. Das wird sich aber geben. So, hier haben wir ein Loch in der ganzen Struktur. Das heißt, wir werden mal hier hinten mit den Shuttlen landen und uns dann langsam der Struktur nähern. Und hier fehlen noch zwei. Jawohl. Sammy und Nitro. Und die lassen wir hier andocken. Jawohl. Und dann gehen wir... Ah, und da kommt schon... Da kommt schon der erste Roboter, den wir mal auf die Fresse geben können. Oh, und der ist ganz schön nah. So, einmal dahin, während das andere Shuttle noch landet, beziehungsweise andockt. Bewegt euch mal ein Stück näher und dann gucken wir mal, was da noch so rauskommt. Und einfach auf alles schießen, was sich bewegt. So. Und einmal daneben, bitte. Ja, und da sehen wir schon die Roboter antanzen. Und ich glaube, wir sollten eher uns hier so hinstellen. Jawohl, da sollten wir einen guten Winkel haben, um auf alles zu schießen. Es dauert eine Weile, bis alle angeschissen kommen. Aber es ist halt bei den Robotern immer so ätzend, dass die halt wirklich dann plötzlich alle alarmiert sind und alle auf den Haufen angeschissen kommen. Ich mache mal kurz Pause und schließe das Fenster.
Das wird mir ein bisschen zu doll mit dem Regen. So, da haben wir ein paar abgeballert. Sind noch welche? Einmal bitte. Oh, und da ist... Alle abwählen. Da ist tatsächlich ein potenzielles Crewmitglied. Ach, das ist nur so eine kleine Basis. Deswegen waren da nicht so viele Leute. Coole Sache. Bevor ihr jetzt weggeht. Alles, was wir hier haben, einmal transferieren und was es da auch so gibt, auseinandernehmen bitte. Hat er mir hier... Achso, nee, da hat er mir Roboter angezeigt. Nee, nicht Roboter, Monster. Okay. Ja, wir machen mal hier die Klappe auf von Dale. Wo bin ich? Ich habe das Gefühl, eine Ewigkeit in Kryostase verbracht zu haben. Ich will hier nicht bleiben. Kann ich mich euch anschließen? Ist Navigator und Minimalist. Rohstoffabbau, Bauen, Fertigung, Botanik, Waffen kann er auch ein bisschen, aber er kann steuern, er kann navigieren. Super. Er kann ein bisschen was auf dem Schiff machen. Auf jeden Fall. Ja, jemand wie dich können wir gebrauchen. Unsere Crew wächst und wächst. Das ist ganz hervorragend. Willkommen in der Besatzung. So, ihr beide. Direktbefehl aufheben. Dankeschön. Super. Juhu, wir haben ein neues Crewmitglied. Und dann, nachdem wir das geklärt haben, können wir auch hier das auseinandernehmen. Und wir können hier anfangen, Dinge zu bauen. Da möchte ich nämlich gerne sagen, erweitere hier mal den Rumpf. Und zwar so. Da habe ich mich verklickt. Dass hier noch so ein Dings über ist, dann können wir da auch Höhlen... können wir da Höhlenfenster reinmachen? Das ist doch super. Genau. Machen wir direkt mal so auf und können dann hier Wände reinziehen. Und mit Wänden kann ich schon mal anfangen. Hier eine Tür. Dann 1, 2, 3. So. Fangen wir erstmal so an. Diese Wand können wir dann immer noch rausreißen. Ich möchte hier mindestens... Nee, da machen wir mal... das weg und warten erstmal, bis das erweitert wurde. Und dann gucken wir, dass wir hier noch zwei Hochbeete reinsetzen, wenn wir jetzt so viele mehr Leute werden. Und ja, wir haben ja noch einige Flüchtlinge zu versorgen. Richtig. Und wir können auch mal ein bisschen schneller machen. Und hier kommt Androiden-Kollektiv kommt zu uns. Mit denen können wir dann wieder ganz wundervoll Handel treiben. Schön. Achso, und da kann ich jetzt auch hier noch mehr Wände einziehen. So, und dann kann hier eine Tür hin und eine Wand. Jawohl. Und Einrichtung. Einmal Beleuchtung. Sehr gut. Und wir gucken mal gerade Nahrung. Wie sieht das aus? Ach, das sieht gut aus. Ja. Bis dahin. Ich möchte ja gerne zwei rein haben und bis dahin, jawohl. Das heißt, hier müsste die Wand hin. So, so und dann kommt hier noch eine Tür hin. Und dann können wir hier noch ein Höhlenfenster machen, aber es geht erst, wenn wir die letzten Blöcke, die letzten Höhlenblöcke verbaut haben. Und da haben wir ein paar Freunde, die angekommen sind. Wir können mal mit euch Handel treiben. Ihr bezahlt auch bestimmt einen guten Preis für Biomasse. Das tut ihr. Habt ihr was Spannendes dabei? Nö. Erstmal bei beiden Biomasse verticken. Oh ja, und sowas von. Und dann, wir haben so viele Waffen bekommen. Wie sieht's denn damit aus? Wir haben 5 Sturmgewehre. Tatsächlich nur eine Pistole. Hm. Und wir haben genug Geld, ne? Also 40.000, das ist schon ordentlich. Also, ja, ich verkaufe mal ein bisschen Gewebe, weil das ist auch langsam ein bisschen albern. Hupsi. Und ja, ihr zahlt auch einen guten Preis für Gewebe. Dann gibt es mal einmal Gewebe und einmal Biomasse für euch alle. Und in unsere Komposter tun wir mal von Hand ein bisschen Biomasse. In den hier auch.
Sehr gut. Und da sind wir fast fertig. Okay. Hier. Wand, Wand. 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 Wand, Wand. Und Tür. Und dann können wir hier zwei Hochbeete reinsetzen. Können wir? Können wir? Ach, Mist. Aber passt nicht ganz. Da ist, genau da. Ich möchte die verschieben. Bewegen nach da. Das hier bewegen nach da. Ich brauche noch einen Platz mehr für diversestes Gerät. Die hier bewegen. Das hier bewegen. Das hier bewegen. Dieses hier bewegen nach dahin, weil ich brauche diesen Platz für CO2-Erzeuger und für ein kleines Lager, was wir dahin knallen, wo dann Dünger und so eine Scherze drin sind. Aber das zweite Hochbeet können wir da schon mal hin positionieren und Einrichtungen können wir hier nochmal ein Licht hinmachen. Wir sind fertig, das heißt, da können auch mal Höhlenfenster hin. So, so und nee. Zack, da kommen zwei kleine Höhlenfenster hin, nämlich so und so. Dann können wir hier auch noch einen Temperaturregulator hinknallen, was ich jetzt auch direkt tue. So. Okay, wir haben hier ein bisschen mehr Nahrungserzeugung. Eintreffendes Schiff. Wir treiben ein bisschen Handel. Wir bauen hier alles auseinander. Das ist fast alles schon komplett fertig auseinandergebaut. Ganz hervorragend. Ja, da kommt nochmal. Ja, wir brauchen dafür sehr viele Infrastrukturblöcke. Die müssen wir jetzt erstmal noch peu à peu herstellen. Und wir brauchen relativ viele Früchte. Deswegen werden wir hier einmal das anbauen und viermal Früchte, weil wir vor allem Früchte brauchen für die Herstellung von Medikamenten und so eine Scherze. Und hier machen wir auch mal Früchte, Früchte. Einmal Hopfen, einmal Nüsse und einmal künstliches Fleisch. Und wir gehen mal beim Androiden-Kollektiv ans Telefon. Da sind ein paar Ressourcen knapp. Sie brauchen drei Weichschrott. Ja, ist kein Problem, könnt ihr haben. Alles kein Thema. Drei Weichschrott haben wir genug von. So. Hier ist mittlerweile das ausgebaut, das heißt, wir können hier Lagerungen nehmen und hier ein vor diese Tür ein Lager knallen und wir können bei Nahrung einen CO2-Erzeuger hier hinsetzen und wir können hier noch einen bei Lebenserhaltung einen Temperaturregulator hinstellen und da ist ein fettes Schiff reingesprungen gekommen. Und ihr kauft tatsächlich auch Biomasse. Wie schön. Habt ihr denn schöne Dinge für mich? Nö. Einmal Biomasse verkaufen und einmal... Oh, auf jeden Fall Gewebe verkaufen. Und einmal... kauft ihr Waffen? Ihr kauft Waffen. Laserpistolen brauchen wir jetzt nicht so viele. Wir können mal eine Laserpistole verkaufen. Ein Sturmgewehr. Zwei Sturmgewehr. Ja. Oh, und wir haben Sauerstoffkapseln, sehe ich gerade. Wie schön. Dann würde ich jetzt mal ausrüsten. Zaraizani soll Tasche, Sauerstofftank und Nitro Tasche, Sauerstofftank. Alfred Bester Tasche, Sauerstofftank und Natoth Tasche, Sauerstofftank. Wir haben vier Sauerstofftanks, dann hat unser Außenteam immer Sauerstofftanks dabei. So, Dale ist der Neue, den wir mitgenommen haben. Dale hat zwei und ja, das wird alles besser, hoffe ich jetzt einfach mal. Und den statten wir mal aus mit, hallo, hier klingelt mein Telefon wegen Unwetterwarnung. Ja, ich merk's. MP, da haben wir keine mehr von. Gepanzerte Weste. Was? Achso, die Schiffe sind rausgesprungen.
Und es kommen Handelsföderation kommt reingesprungen. Okay. Wir sind aber jetzt so gut wie durch hier, würde ich sagen. Ich stelle mal her 1, 2, 3 gepanzerte Westen. Ansonsten müssen wir nicht groß was herstellen. Sind wir denn durch mit allem, was wir machen wollten? Wir haben hier alles auseinandergenommen. Der Asteroid ist auseinandergenommen. Achso, einen Handel haben wir noch. Aber wenn der Handel abgeschlossen ist, dann springen wir in den nächsten Sektor. Also erkunden hier weiter diesen neuen tollen Sektor, den wir jetzt gerade entdeckt haben. So, Handel ist abgeschlossen. Sehr gut. Starten wir die Motoren. Da kommt unser Shuttle zurück. Da docken unsere Jäger an. Sehr gut. Unsere Triebwerke zünden. Und weg sind wir. Tschüssi. Okay. Dann haben wir hier ein lustiges System, in dem wir auch einiges an Handel treiben können. Und wir wissen nicht genau, was uns hier noch erwartet. Dann springen wir mal einmal hier unten rum. Da haben wir Sklavenhändler. Mit denen möchte ich jetzt gerade mich nicht anlegen. Ich würde gerne Cult from New Haven finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir springen jetzt einfach mal weiter und gucken mal in diesem Sektor hier, was wir noch so finden. Hier könnten wir anhalten und einen Wrack auseinandernehmen und ein bisschen Handel treiben. Das machen wir jetzt einfach mal. Ja. Schnubbeln wir uns mal hier hin. Und da bin ich mal gespannt, was wir da haben. Und ich bin eines Besseren belehrt worden. Jetzt haben wir auf mal auf einem Androidenschiff ein neues Besatzungsmitglied gefunden. Das finde ich sehr schön, diese Erfahrung gemacht zu haben. Wir machen jetzt mal einmal Schlaf verordnet für Away Team 1, einmal Schlaf verordnet für Away Team 2. Und es wird Zeit, dass wir ein drittes Away Team bilden. Dale wäre ein Kandidat dafür, aber auch Jerry. Oh, und wir müssen eine MP bauen. Eine MP. So, und wir haben hier eine Basis, die hat Missionen, Gegenstände bergen. Ja. Was wollen wir denn dafür haben? Nahrung brauchen wir wirklich nicht. Wollen wir einfach das Geld haben? Ich glaube, wir wollen einfach das Geld haben. Wir wollen einfach das Geld haben und hier haben wir Zeug, das wir abbauen können und da haben wir auch Zeug, das wir abbauen können und unsere Away-Teams schlafen, um sich zu erholen, um bereit zu sein für die Mission. Und Feindbots entdeckt. Ja, das hier ist wieder ein Roboterschiff. Also, ja, ich würde sagen, unsere Away-Teams sind ausgeschlafen genug. Zwei in das Shuttle. Und einmal alle einsteigen, bitte. Und das erste Shuttle ist bereit. Und das macht mal... da machen wir mal hier andocken. Annehmen. Und das andere Shuttle, da fehlt noch einer. Nee, fehlt keiner mehr. Andocken. Hier. Annehmen. Und dann... Sonneneruption bevorstehend. Wir haben Schilde. Das ist sehr gut. Unsere Schilde werden uns schützen. Feindbots entdeckt. Ja, ja. So ist das. Wir bewegen uns mal hier hin. Und bewegen uns mal hier hin. Und warten mal darauf, dass da Leute rauskommen. So, ihr habt uns durchs Fenster gesehen. Kommt doch mal zu uns. Ach, da haben wir ein paar... einmal direkt hier auf den Schimpansen draufballern und dann auf den. Und ich mag es nicht, wenn wir hier zu weit exponiert sind und ganz viele von den Schüssen abkriegen, aber das ging. Einmal so ein bisschen hier erforschen. Einmal hier hintere Wand gucken. Gut, da ist keiner. Wieder hier Stellung beziehen und schießen. Nebenbei sind hier unsere Jäger am Werk. Das ist schon abgefahren, dass hier gleichzeitig auch quasi Raumkämpfe ausgetragen werden. So, wo seid ihr? Da sind welche. Juhu! Und unsere Feuerkraft ist mittlerweile ordentlich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sodass wir kein Problem damit haben. Ah, und wenn sie explodieren, können sie auch hier auf jeden Fall Ressourcen mitnehmen.
Das ist natürlich nicht so schön. Wir bewegen uns jetzt mal langsam voran und erkunden mal ein bisschen. Komm schon, noch ein neues Crewmitglied. Das muss doch mal was werden. Waren das schon alle? Es könnte sein, dass das schon alle gewesen sind. Das Schiff war nicht mit vielen Robotern bevölkert. Okay. Super, dann haben wir das auch. Dann nehmen wir hier einfach mal alles auseinander und ernten das ab. Und da ist wieder einiges an Energium drin. Sehr schön. Und Gegenstände müssen wir da auch bergen. Wir machen mal einen Handel mit euch. Ihr wollt, zahlt keinen guten Preis für Biomasse. Aber für Gewebe habt ihr schöne Sachen, die ich gerne hätte. Wie viel Kohlenstoff? Ich habe noch genug Kohlenstoff. Ich habe eigentlich alle Rohstoffe in ausreichender Menge. Ja, dann machen wir nur einen Handel mit euch und können hier mal wieder ein bisschen, ja, Gegenstände müssen geborgen werden. Wir haben noch 19 Stunden Zeit. Das sollte in der Zeit wirklich gut funktionieren, dass wir hier alles rausholen und das rüberbringen zu den Zivilisten. So langsam. Ach so, genau. Ich wollte mich jetzt damit beschäftigen, dass wir ein drittes Away-Team machen. Fertigkeiten. Also Asterix ist Psychopath und Braumeisterin, aber hat nur Waffen 1. Leider nicht. Dale, Minimalist und Navigator. Hohes Waffenpotenzial, würde ich sagen, ist auf jeden Fall... Drei, hallo. Hä? Ah. Numlock an. 3. Dale 3, dann Dr. Durstig ist unser Doktor. Den möchte ich eigentlich nicht in ein in sowas hineinschicken. Der hat aber, der kann Sturmgewehr tragen. Okay, ja, Frau Höhne ist Waffen 2, da geht's auch nicht. Jerry hat Potenzial nach oben, das heißt, Jerry wird umbenannt in nicht 4, 3. Jawohl. John Sheridan, Waffen nur 1. Hier haben wir 2 mit Gourmand und Linienpilotin. Das ist doch was. Kuita. 3. Miranda, tüchtig und Landwirtin. Waffen 2 leider nur. Okay, und da haben wir unsere Belohnung bekommen. Morden, friedliebend und Arzt, das ist schlecht. Also friedliebend ist schlecht. Orlando ist Feigling und Waffen nur 1. Und da ist eine Sonneneruption. Radium, Waffen 2. Okay. Rosa Elizabeth, jawohl. Pferdemagen, Ingenieurin, hat auch Waffen mit Potenzial nach oben. Squab, nicht so viel. Stephen Franklin, auch ein bisschen, aber ist auch medizinisch begabt. Und The Fipster auch nur 2. Ja, also Rosa Elizabeth ist damit unser viertes Teammitglied von Team 3. 3 Rosa. Und jetzt markieren wir die noch alle. Achso, Dale. Ach, Dale sitzt gerade in der Kapsel. Mist. Aber dann haben wir jetzt wenigstens mal etwas, was wir austauschen können. Und die werden wir jetzt auch nochmal rumschieben müssen, dass die in einem Zeitplan sind. Oh, und das heißt 3 und Jerry auch 3. Na, das passt ja super. Jetzt haben wir 9. Irgendwer weiter unten aus 3 muss in 2 und dann passt es wieder. Dann haben wir hier oben 8, 8, 8. Super. Dann sind die auch in einer Schicht. Und dann sollte immer mindestens ein Team komplett ausgeschlafen sein. Das ist schön. Gut. Dann machen wir mal ein bisschen schneller. Ressourcen reichen nicht aus. Wir brauchen Androidenleichen. Ja, brauchen wir. Und wir haben unser Dr. Durstig. Soll seine Medizin aufleveln. Und wir brauchen Medizin 6. Das heißt, das haben wir schon das letzte Mal gemacht, der muss quasi Medizin leveln. Wir haben aber niemanden, der sich gerade behandeln lassen will. Oder? Nee, niemand ist verletzt, Gott sei Dank. Aber wir werden in diese Situation kommen müssen, irgendwann.
Und wo ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, die Folge ist schon wieder ganz schön lang geworden. Und ja, ich gucke nochmal gerade. Sauerstoff sieht jetzt überall okay aus. Das ist schön. Da habe ich viel zu lange nicht drauf geguckt. Wir haben ein bisschen was hier drin gebaut. Wir haben ein bisschen Zeug gebaut, dass wir hier Gärten eingerichtet haben. Oh, und ich muss diesem Ding hier sowas von dringend alle auswählen, nichts abladen. Allerdings brauchen wir Regeln. Mindestens 3. Wir brauchen Wasser. Mindestens 5. Und ansonsten, was wollen wir hier noch abladen? Achso, Kohlenstoff. Mindestens 3. So, mehr kommt in dieses Lager nicht rein. Genau. Und es kommen Schiffe reingesprungen. Ja, aber die Folge ist jetzt lang genug. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe auch einige von den Datenlogs angefangen, als eigene Folgen einzulesen. Die sind in derselben Playlist wie die hier. Aber ansonsten, wenn ihr auf meine Kanalseite geht, werdet ihr die auch ganz, ganz schnell finden. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst gerne ein Like da. Schreibt was in die Kommentare, was ich vielleicht noch besser machen kann. Überlegt, den Kanal zu abonnieren. Würde ich mich über alles sehr freuen. Aber selbst wenn ihr es nicht tut, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, einen zauberhaften Tag euch. Tschüss.